So viel zu, ich kaufe keine günstigen Art Supplies mehr. Kennt ihr das? Ihr steht im Laden und es sieht mal wieder so hübsch aus und es ist nicht mal teuer und es schreit: Kauf mich, kauf mich, kauf mich. Und ich habe nicht nur das dann gemacht, sondern ich habe mir auch noch Zeug gekauft, wovon ich eigentlich überhaupt gar keine Ahnung habe. Marker. Ja, also an die Marker-Pros da draußen, seht's mir nach, wenn ich nicht ein wahnsinnig cooles Kunstwerk damit erschaffe. Ich habe keine Ahnung davon, aber ich hatte einfach Bock drauf. Und die sahen schön aus und die haben 5 Euro gekostet. Ihr wisst schon. Aber das war nicht alles. Dazu habe ich mir auch noch so eine Holzleinwand mitgenommen. Buntstifte. Und die Dinger da. Heute soll es aber erstmal wirklich nur um die Marker hier im Video gehen. Das andere Zeug probiere ich später aus und mache da wahrscheinlich dann auch noch ein Video drüber. Ja, und weil das Wetter hier heute ganz gut ist und ich im Urlaub ja doch ein bisschen das Draußenzeichnen, Draußenmalen für mich entdeckt habe, werde ich das nochmal versuchen und meine Marker jetzt einpacken und mich auf mein Fahrrad schwingen und dann geht's los. So viel habe ich jetzt geschafft. Es ist leider unmöglich, hier zu zeichnen. Die Mücken fressen mich auf. Ich werde jetzt ein Foto machen und werde das zu Hause zeichnen. Nach dem Fail draußen in der Natur werde ich sie jetzt erstmal ganz in Ruhe swatchen. Ich nehme dafür ein spezielles Markerpapier für Copic-Stifte. Das Papier liegt eigentlich schon seit Jahren bei mir rum. Ich hatte irgendwann mal so einen Anflug von, ich muss jetzt mit Markern zeichnen. Habe mir dann ein paar wenige Copic-Stifte gegönnt. Allerdings nur die etwas günstigeren Copic-Chow und habe mir dazu dieses Markerpapier gekauft, welches ich einfach überhaupt nicht verstehe. Es ist verdammt dünn, es wälzt sich. Es soll allerdings bleedproof sein, das heißt, die Farbe soll nicht durchdrücken und das Fließverhalten der Marker soll anscheinend optimal auf diesem Papier funktionieren. Ja, also ich weiß nicht so recht, welches Papier an diejenigen von euch, die mit Markern arbeiten, benutzt ihr denn? Schreibt da doch gerne mal eure Empfehlungen in die Kommentare, vielleicht helft ihr ja da mit mir und auch anderen weiter. Ich swatche jetzt auch nochmal zum Vergleich meine Copic Chow, die den Farben der Teddystifte am nächsten kommen. Und ich als absoluter Marker-Noob konnte eigentlich keine großen Unterschiede feststellen, zumindest nicht im Aussehen. Vielleicht sind die Teddy-Marker etwas kratziger am Auftrag, aber lange nicht so schlimm wie die Marker, die ich damals von Sestre Negrene probiert habe. Die waren ja eine absolute Vollkatastrophe. Das Video dazu, wenn ihr es noch nicht gesehen habt und es euch interessiert, habe ich auch unten in der Beschreibung verlinkt. Damals habe ich nicht nur die Marker getestet, sondern auch andere günstige Art Supplies. Schaut da also gerne mal rein. Ich zeichne hier in einem Sketchbook von Artspace, das mal in einer Upgrade-Box enthalten war. Es ist ein Multimedia-Papier, also auch nicht wirklich super geeignet für Marker, aber das war für mich die Chance, endlich mal ein paar Seiten in diesem Sketchbook zu füllen. Ich habe ein paar Facts zu den Markern von Teddy. Ich habe nicht wirklich viel dazu gefunden, aber die Infos, die ich habe, gebe ich euch jetzt mal weiter. Es handelt sich um Marker auf Alkoholbasis. Es sind Twin-Marker, also sie besitzen zwei verschiedene Spitzen. Eine in 6 mm, die leicht abgeschrägt ist für größere Flächen und eine in 3 mm mit einer runden Spitze. Und erhältlich sind sie in verschiedenen Packungsgrößen und unterschiedlichen Zusammenstellungen. Ich habe hier zum Beispiel das Pastellset, das eigentlich gar kein Pastellset ist, aber egal, die Farben sind trotzdem schön. Es waren 12 Stifte drin für 5 Euro und ihr könnt das Ganze auch in größeren Packungen kaufen, zum Beispiel 60 Stück für 20 Euro und es gab noch ein paar unterschiedliche andere Größen. Es gab im Laden nicht nur die Alkohol-Twin-Marker, sondern auch Aquamarker, die sich mit Wasser vermischen, anlösen und vermalen lassen.
Aber ich denke, wenn schon Marker, dann sind Alkoholmarker doch noch eher das, was mir Spaß macht. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass ich schneller die Lust verlieren würde an den Aquamarkern. Ich habe sie ja auch schon in einer Upgrade-Box ausprobiert. Es war okay, aber ja, um da länger dran zu bleiben oder vielleicht die Skills da noch zu verbessern, denke ich, bin ich auf jeden Fall mit den normalen oder, was heißt normal, mit den Alkoholmarkern besser bedient. Obwohl das ganze Bild jetzt eher in die abstrakte Richtung geht, bin ich eigentlich ganz zufrieden damit. Das ist ja auch etwas, woran ich arbeiten möchte, abstrakter zu werden und nicht immer alles so detailgetreu und naturalistisch zu zeichnen. Und aus genau diesem Grund habe ich mich auch in einer Kunstschule wieder angemeldet. Ich möchte da lernen, einfach freier zu werden und mich mehr künstlerisch auszudrücken, wenn man versteht, was ich meine. Also weg vom Realismus und näher zum Abstrakten. Ich werde euch auf jeden Fall auf dem Laufenden halten, euch vom Unterricht berichten und vielleicht kann ich euch ja auch mal mitnehmen zur Kunstschule. Okay, machen wir noch was anderes. Ich habe so viele Blautöne in diesem Set und das hat mich von den Farben her an eine schöne Fliege erinnert. Deswegen werde ich mal versuchen, sowas noch damit zu zeichnen. Mal schauen, wie es funktioniert. Die Fliege als Vorlage habe ich mir auch deswegen ausgesucht, weil ich zurzeit gefühlt täglich Bekanntschaft mit ungefähr 20 Fliegen mache oder mehr. Meine Babykatze Rubbelkrepp steht nämlich extrem auf Fliegen und sie bringt mir mehrere Fliegengeschenke vorbei. Die legt sie mir dann aufs Sofa, schaut mich dann ganz erwartungsvoll an. Natürlich wird sie dann gelobt und ich denke immer, sie wartet noch ab, ob ich sie essen mag oder nicht. Und wenn ich schon satt bin und mein Mittagessen hatte, dann isst sie sie selbst. Yep, total lecker, ich weiß. Auf Verläufe mit den Markern habe ich zum größten Teil verzichtet, weil das Papier einfach überhaupt nicht dafür geeignet war. Ich glaube nicht, dass es unbedingt an den Markern lag, sondern eher am völlig ungeeigneten Papier. Aber es hat Spaß gemacht, damit zu zeichnen. Ich hatte richtig viel Freude dran, kann mir auch vorstellen, in Zukunft mehr mit Markern zu arbeiten. Dazu brauche ich natürlich noch einige andere Farben, vor allem auch hellere Töne und vor allem anderes Papier. Ob ich mir jetzt das größere Set von Teddy kaufen würde, ich weiß nicht. Meine Laienmeinung ist, sie waren nicht schlecht, aber doch anders als die Copic-Marker. Also Gott sei Dank, der Preisunterschied muss ich ja auch irgendwie rechtfertigen. Und trotzdem bin ich einfach viel zu geizig, um mir die Copics zu kaufen. Eventuell wären die Ohuhu-Marker noch eine Option. Berichtet mir doch gerne mal von eurer Ohuhu-Erfahrung. Ich habe auch schon einige Videos dazu gesehen und die schneiden eigentlich immer ziemlich gut ab. Es wäre also eine Option, vielleicht zum Geburtstag oder zu Weihnachten. Mache ich gleich weiter mit den Feinlinern. Das sind 6 Stück für 3 Euro, also auch sehr, sehr günstig. Das ist auch ein Pastellset. Ich werde die einmal swatchen auf der linken Seite. Nicht durch. Und hier haben wir wieder das gleiche wie bei den Markern. Also Pastell ist auf jeden Fall was anderes, aber ich habe es schon erhofft, dass sie ein bisschen stärker pigmentiert sind und nicht so ganz leicht pastellig sind. Ich glaube, damit kann man auf jeden Fall ein schönes kleines Bild malen und hat ein bisschen mehr Kontraste drin, als wenn die jetzt wirklich so hell und pastellig wären. Und diesmal habe ich mich für ein Nilpferd entschieden. Die bringt Rubbelkrepp zum Glück noch nicht aufs Sofa. Aber es ist was, was ich, glaube ich, noch nie gezeichnet oder gemalt habe. Beide Fotovorlagen habe ich von Pixabay. Ich werde mal schauen, ob ich die nochmal finde. Dann würde ich euch die Links auch unten in die Beschreibung setzen. Der Plan für dieses Bild war auf jeden Fall, alle Farben einmal zu benutzen.
Es sollte deswegen natürlich auch wieder kein realistisches Bild werden. Ich wollte, dass die Form des Nilpferds relativ realistisch ist, aber die Farbgebung natürlich in dem Fall nicht. Ich möchte noch Danke sagen an alle, die an der letzten Abstimmung teilgenommen haben. Das hilft mir immer sehr weiter, um zu wissen, was ihr am liebsten sehen wollt. Und da gab es zwei ganz eindeutige Sieger. Einmal wollt ihr wieder ein neues Upgrade-Video. Die Box liegt auch schon seit längerem hier bei mir zu Hause. Da wird auf jeden Fall bald was kommen. Und zum anderen habt ihr euch gewünscht, dass ich einen Domestika-Kurs teste. Ich werde mir da einen Online-Kunstkurs aussuchen und den mal für euch testen und euch berichten, ob sich das Ganze lohnt oder nicht. Seid also gespannt und wenn ihr kein Video verpassen möchtet, dann abonniert gerne meinen Kanal und aktiviert die Glocke, dann verpasst ihr ganz sicher nichts mehr. In der zweiten Umfrage ging es darum, welche 50-50-Challenge ich mir antun soll. Ich war, was das betrifft, lange Zeit ein kleiner Schisser, weil das bedeutet ja, wenn ich diese Umfrage an euch weitergebe, dann muss ich das Ganze auch irgendwann mal umsetzen. Ob ich dann wirklich 50 Bilder an 50 Tagen schaffe oder ob es 50 Bilder an mehreren Tagen sind, das weiß ich noch nicht. Ich werde mich auf jeden Fall der Aufgabe stellen und ich fand es sehr interessant, wofür ihr euch entschieden habt. Es gab zur Auswahl 50 Tiere, 50 Menschen, Gesichter oder 50 meiner Handyfotos und ihr habt euch für die Handyfotos entschieden. Also zum Glück, danke, dass es nicht die 50 Menschen waren. Ich habe nämlich vor einiger Zeit mal diese 100 Heads Challenge begonnen und ich bin kläglich daran gescheitert. Ich glaube, ich kam bis Nummer 30, aber ich habe mich durchgekämpft und ich hatte auch nicht wirklich Spaß dabei. Also danke für eure Entscheidung. Somit wird das auf jeden Fall sehr vielfältig und mir wird es nicht langweilig werden bei den 50 Bildern. Und dann sind wir auch schon am Ende angelangt. Ich wünsche euch eine gute, kreative Woche und wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn ihr mögt. Ciao, ciao!